Hallo und herzlich willkommen auf pflanzenkunde.net. Heute haben wir für euch einen kleinen Tipp für die Gartenfensterbank oder für Leute, die nur einen Balkon haben. Ein kleiner Tomateneimer. Den haben wir uns im Kaufland gekauft. Ein kleiner Eimer, den packen wir jetzt gleich nochmal aus. Schauen wir uns mal an, was da drin ist. Dann haben wir einmal Tomatensamen. Eine Kokosmatte, die wir in Wasser aufweichen. Einen kleinen Topf. Und unseren Eimer. Das bereiten wir uns jetzt kurz mal vor. So, unsere Erde haben wir uns nun vorbereitet. Ist wirklich ausreichend für den kleinen Topf. Füllen wir den Topf noch auf. Macht die Erde nicht zu nass, sollte schon gut feucht sein, aber nicht tropfen oder so. Dann nehmen wir die Samen, die verteilen wir oben drauf. Dann drücken wir die noch ein bisschen an. Ein klein bisschen Erde rüber. Machen wir das noch ein bisschen feucht, stellen das in unseren Eimer und gucken mal, was passiert. Wenn ihr davon eine kleine Doku sehen wollt oder so, dann lasst mal einen Kommentar da. Dann machen wir davon regelmäßig ein kleines Video von dem kleinen Eimer. Und dann gucken wir uns das an, wie das Tomatenpflänzchen wächst. Ich finde das eine richtig gute Idee, vor allem für kleine Kinder. Die gibt es auch noch mit Erdbeeren und Schnittlauch und Basilikum. Probiert das einfach mal aus. Könnt ihr mal ein Video machen und das als Videoantwort hochladen hier bei YouTube. Danke fürs Einschalten. Besucht mal unsere Webseite www.pflanzenkunde.net. Bis bald. Ciao.